Tagesordnung beschlossen haben, aufrufen. Und man würde mir auch hier erlauben, die Vorlage einzubringen. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Stadträte und Stadträte, die Vorlage, die wir nun unter dem etwas sperrigen Namen Erwerb von Wohnungsbeständen und Grundstücken durch die Landeshauptstadt Dresden und die WED Wohnen in Dresden GmbH und Co. KG behandeln, ist ein Meilenstein für das Thema Wohnen in unserer Stadt. Wir legen heute die Grundlage für eine starke kommunale Wohnungsbaugesellschaft und eine Entwicklungsperspektive für wichtige Stadtteilquartiere. Aber gestatten Sie mir erst einen Blick zurück. Bereits im April 2022 haben die Vonovia und die Stadt in einem gemeinsamen Papier die Grundlagen für den heutigen Stadtratsbeschluss gelegt. Die drei Kernpunkte waren damals gemeinsame Quartiersentwicklung, ein gemeinsames Vorgehen bei der Klimastrategie und Ankauf von Wohnungen aus dem Bestand der Vonovia. Im Juli vergangenen Jahres haben Sie, hat der Stadtrat, mich beauftragt, Verhandlungen mit der Vonovia über den Ankauf von bis zu 3.000 Wohnungen aufzunehmen. In den vergangenen Monaten erfolgte ein intensiver Prozess, beim die uns angebotenen Bestände in rechtlicher, technischer, betriebswirtschaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht durchleuchtet wurden. Eine verwaltungsinterne Steuergruppe hat den Prozess eng begleitet. Insbesondere, und da darf ich ganz herzlich Dankeschön sagen, die Fachbereiche von Frau Bürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann und Herrn Bürgermeister Kühn waren in den Prozess eng eingebunden, um ein bestmögliches, abgewogenes Ergebnis zu erzielen. Fakt ist aber auch, dass sich seit dem Beginn der Gespräche mit der Vonovia vor gut 18 Monaten dramatische Veränderungen ergeben haben. Entwicklungen, die direkt Einfluss auf das Verhandlungsergebnis hatten. Ein sehr dynamischer Leitzinsentwicklung. Insgesamt 10 Leitzinserhöhungen seit Juli 2022. Eine hohe Zuwanderung nach Dresden und damit wieder stärker wachsende Nachfrage nach zusätzlichen Wohnraum. Zusätzlich hat die Baukostenexplosion den Wohnungsneubau de facto zum Erliegen gebracht. Auch im Jahr 2023 ist keine Erholung zu verzeichnen. Lassen Sie mich ganz deutlich sagen, angesichts dieser veränderten Situation war es zwischenzeitlich durchaus möglich und fraglich, ob es uns gelingt, überhaupt zum Abschluss einer Vereinbarung zu kommen. Nach intensiven Verhandlungen mit Vonovia, die am Ende zwischen dem Vorstand und mir persönlich gelaufen sind, konnte eine Einigung über ein Gesamtpaket von bebauten und unbebauten Grundstücken erzielt werden. Und darüber gilt es nun heute zu entscheiden. Das Gesamtpaket beinhaltet den Erwerb von 1.213 Wohnungen, davon 507 Wohneinheiten im Stadtgebiet Reyk-Prohlis und 706 Wohneinheiten im Stadtgebiet Radeberger Vorstadt, sowie rund 12 Hektar Entwicklungsfläche für Wohnraumpotenzial an der Windmühlenstraße und am Jonsbacher Weg sowie kleinere Entwicklungsflächen im Stadtteil Prohlis zur Gebietsentwicklung im Kontext Masterplan Prohlis 2030+. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich will Ihnen 6 gute Gründe nennen, warum Sie heute diesem Vertrag zustimmen sollten. Erstens, mit dem Erwerb werden die Wohnungsbestände langfristig in kommunaler Hand gesichert. Das heißt, über das Jahr 2036 hinaus, wenn spätestens die Belegrechte bei Vonovia auslaufen. Zweitens, mit dem Erwerb der Wohnung wird der Wohnungsbestand der WED mehr als verdoppelt und die WED kann damit zu einer wirtschaftlichen Unternehmensgröße anwachsen. Drittens, der Erwerb steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der WED und dem derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Viertens, durch die Schaffung der Förderkulisse durch den Freistaat Sachsen können diese Bestände mittelfristig saniert und gleichzeitig Belegrechte erhalten werden, die zudem einer geförderten Mietpreisbindung unterliegen. Fünftens, die WED wird Akteur in Prohlis Reyk und kann damit aktiv einen Beitrag zur Gebietsentwicklung leisten. Sechstens,
Und dies ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der gesamten Vertrages. Die Grundstücke, die wir kaufen können, haben ein Potenzial von bis zu 1.800 Neubauwohnungen. Wohnungen, die wir dringend brauchen werden, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt so fortsetzt. Im Vorfeld dieser heutigen Entscheidung ist hier in ganz unterschiedliche Richtungen debattiert worden. Da gab es Forderungen und Petitionen nach einem vollständigen Rückkauf der Vonovia-Wohnungen. Andere wiederum beklagten, dass die verhandelten 1.200 Wohnungen viel zu wenig seien. Wiederum andere halten den heutigen Vertrag für den Beweis, dass der Verkauf der kommunalen Wohnung vor 15 Jahren ein Fehler war und so weiter und so fort. Ja, wir können heute über eine ganze Reihe dieser Punkte in der jetzt folgenden Debatte trefflich streiten. Aber ich sage Ihnen nach zahlreichen Verhandlungsrunden ganz deutlich, einen besseren Deal werden wir auf Jahre und Jahrzehnte nicht bekommen. Stadt und WED sind finanziell in der Lage, diesen Ankauf zu realisieren. Auf den Grundstücken, die Vonovia sicherlich nicht in den kommenden 10 Jahren bebauen würde, können wir Platz für Dresdnerinnen und Dresdner schaffen. Diese Chance sollten wir heute ergreifen. Eines will ich an dieser Stelle auch ausdrücklich betonen. Die Vonovia hat während der Verhandlung immer zum Ausdruck gebracht, dass der Standort Dresden für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Die Vonovia will und wird mit der Stadt gemeinsam an der Entwicklung unserer Stadtquartiere arbeiten. Aus diesem Grund bin ich auch dem CEO, Herrn Buch, persönlich, aber auch seiner gesamten Mannschaft sehr dankbar für das gegenseitige Vertrauen, ohne dass dieses Verhandlungsergebnis nicht denkbar gewesen wäre. Mein Dank geht auch der WED, namentlich Herrn Jäckel, und den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die mit Hochdruck an dieser Vorlage und der entsprechenden Vorbereitung gearbeitet haben. Nun bleibt es an mir, Sie um breite Zustimmung zu bitten. Vielen Dank. So, und damit gehen wir in die Behandlung rein. Wir haben zunächst vereinbart, dass wir Rederecht für den Petenten vereinbart haben, dass wir zunächst an der Reihe. Dann haben wir zahlreiche Änderungs- und Ergänzungsanträge von SPD, Freie Wähler, Freie Bürger, AfD, die eingebracht werden können. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein, die mit Bündnis 90 Die Grünen beginnen würde. So, dann, wo haben wir das Rederecht? Also, bitteschön, Herr Ament, Sie haben das Wort. Amen. Ja, ich habe es nicht schriftlich darlegen, Entschuldigung, insoweit gebe ich es bestmöglich wieder, wie ich es aufgenommen habe. Sehen Sie es mir nach. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, die Petition Vonovia aufkaufen für mehr kommunales Wohneigentum heute hier persönlich vorstellen zu können. Über 5.000 Unterschriften von Dresdnerinnen und Dresdner haben gezeigt, wie wichtig es ist, unser gemeinsames Anliegen vom Stadtrat erneut prüfen zu lassen. Ein kurzer Rückblick nochmal auf 2006. Hier veräußerte die Stadt Dresden den Großteil ihres Wohnungsbestandes, um kurzfristig schuldenfrei zu sein. Mittlerweile haben sich die eigentlichen Kosten aber gezeigt. Rapide steigende Mieten im ehemaligen Bestand mit einhergehenden sozialen Folgen und eben kein Handlungsspielraum für die Kommune. Sei es zur Unterbringung von Wohnungslosen, von Geflüchteten oder ökonomisch Benachteiligten. Statt Investitionen aus dem gesammelten Mietkapital fließt dieses eben seit Jahren als Rendite aus der Aktiengesellschaft Vonovia heraus. Übrig bleibt Vonovia ein Schuldenberg und der Zwang zum Verkauf. Dies stellt eine seltene Chance für die Stadt Dresden dar, sich einen Teil des Wohnraums und damit ein Stück Gestaltungsmöglichkeiten im Wohnungsmarkt zurückzuholen. Das hatten wir gerade auch schon gehört. Doch anstatt so viele Wohnungen wie möglich zu sichern, zeigen sich die Vertreterinnen der Stadt äußerst zurückhaltend beim Rückkauf. Selbst die ursprünglich angesetzten 3.000 Wohnungen wurden mit dem jetzt vorliegenden Deal weit unterboten. Als Begründung wird immer wieder angeführt, es wäre kein Geld vorhanden. Dass die Stadt aber grundsätzlich keine Probleme mit hohen Investitionen hat, zeigt sich bei der aktuell geplanten Wirtschaftsansiedlung der Halbleiterindustrie und der auch eben geführten Diskussion über die Buga, bei der Investitionen von 235 Millionen Euro gerne ausgegeben werden. Und für das Ansiedeln der Halbleiterindustrie wären auch große Summen beispielsweise für eine neue Wasseraufbereitung, Abwassersysteme bereitgestellt.
Wenn es allerdings um die Schaffung oder Bewahrung sozialer Infrastruktur geht, da ist plötzlich kein Geld da. Die Ansiedlung von Industrie- und Wirtschaftsunternehmen mit höherem Lohnniveau ist sicher wünschenswert. Allerdings bedeutet der Zuzug von zahlungskräftigen Fachkräften bei gleichzeitig ungeregeltem Immobilienmarkt horrende Mietsteigerungen und die Verdrängung von Geringverdienenden. Städte wie München, Hamburg und Köln mögen hier als mahnende Beispiele dienen. Es ist also im Sinne der ganzen Stadtbevölkerung dringend geboten, in die Sicherung und in den Ausbau von bezahlbaren Wohnraums zu investieren. Und Investition, wir haben das Wort ja heute schon mehrfach gehört, es handelt sich eben hier bei der Sicherung von bezahlbarem Wohnraum für die Stadt auch aus wirtschaftlicher Perspektive um eine mittel- bis langfristig lohnende Investition. Die hohen Kosten für Unterkunft, die die Stadt leisten muss, die vielen neuen Stellen zur Bearbeitung der hohen Anzahl an Wohngeldanträgen, all diese Kosten werden in den kommenden Jahren nicht kleiner werden. Erst recht nicht, wenn die Stadt neue Belegungsrechte mit Vonovia oder auch anderen Immobilienkonzernen wird aushandeln müssen. Ein wirkungsvolles Bremsen der ständig steigenden Mieten ist dringend geboten. Und wenn wir Münchner Verhältnisse verhindern wollen, muss auch jetzt gehandelt werden. Am Grundübel des heutigen Wohnungsmarktes, der ausufernden Immobilienspekulation, wie sie in den letzten Jahrzehnten gesetzlich ermöglicht wurden, kann eben nur die Bundespolitik etwas ändern. Aber jedoch haben auch Kommunen hier die Möglichkeiten, dies zu begrenzen. Andere Großstädte haben das längst erkannt. Sie erhöhen die Sozialbauquote, nehmen Vorkaufsrechte in Anspruch, unterstützen gemeinnützige Projekte beim Immobilienkauf und verpflichten sich, keine Immobilien oder Grundstücke mehr zu verkaufen. Dresden tut genau das Gegenteil. Wenn Milieuschutzgebiete nicht ausgeweitet werden, wenn die Sozialbauquote auf 15% gekürzt wird und wenn schließlich bei Projekten wie dem Otto-Dix-Quartier diese auch noch unterboten werden soll. Wenn die Stadt angebotene Wohnungen von Vonovia nicht kauft, welche dann auf dem freien Markt angeboten werden, hat dies fatale Folgen für die Mieterinnen und Mieter. Dies wird Mietsteigerungen und mittelfristig auch Kündigungen für Luxussanierungen bedeuten. Denn der Kaufpreis muss natürlich refinanziert werden, damit es sich für Immobilienspekulantinnen lohnt. Diese Kosten werden zwangsläufig auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Zu uns als Mietenwahnsinn-Stoppen-Bündnis kommen halt eben auch regelmäßig Vonovia-Mieterinnen, die sich einfach über die Dreistigkeit von Vonovia auskotzen. Unangebrachte Mieterhöhungen, falsche Nebenkostenabrechnungen, fehlender Renovierungswille, renditeorientierte Aktiengesellschaften wie Vonovia sind strukturell einfach schlechte Vermieter und sollten in Krisenzeiten nicht auch noch gestützt werden. Der Deal der Stadt mit Vonovia, die 1200 Wohnungen jetzt zum Buchpreis zu kaufen, ist per se kein guter. Wünschenswert wäre die Vergesellschaftung des Konzerns oder zumindest ein Zwangsverkauf zum realen Verkehrswert. Solange Sie aber als Vertreterin der Stadt solche Schritte nicht wagen oder wollen, sollten Sie sich zumindest Ihre Verpflichtung den Bürgerinnen gegenüber stellen und den Deal annehmen. Das Bündnis Mietenwahnsinn stoppen und über 5000 Dresdnerinnen fordern Sie auf, mit der Vonovia weiter zu verhandeln, um möglichst viele der noch zum Verkauf stehenden Wohnungen zu retten. Des Weiteren sollte die WID eine rechtlich bindende Selbstverpflichtung erarbeiten, die den Weiterverkauf ihrer Wohnungen ausschließt bzw. nur an gemeinnützige Träger erlaubt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt wäre die Möglichkeit, die Ergänzungsanträge einzubringen. Aber wenn das separat gemacht werden soll und Ihnen der Freie Wähler, Freie Bürger sagt, jetzt oder dann in der Runde. Jetzt, dann Herr Nitsche, auf geht's. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Dresdner, der Kauf von Wohnungen schafft keinen neuen Wohnraum. So einfach kann man sich eine Argumentation machen, so einfach machen wir Freien uns das aber nicht. Wir haben einen Antrag, der zwei wichtige Punkte enthält. Erstens, wir wollen, dass mindestens 25% der Wohneinheiten im Prolis und in Raik, aber auch im Jägerpark in den nächsten 3 Jahren verkauft werden. Und wir wollen, dass die Stadt die Flächen, die sie erwirbt, so behandelt, dass sie Dresdnern die Möglichkeit gibt, Wohneigentum zu schaffen. Lassen Sie mich das kurz begründen.
Wir müssen uns alle fragen, was für eine Stadt wollen wir? Die Stadt bzw. die WED kauft jetzt zwei Cluster, zwei komplette Gebiete mit homogener Architektur, mit relativ homogener Mieterschaft. Homogen in Bebauung, gleiche Eigentümer, ähnliche Mieter. Das wird ohne Änderung und ohne unsere Ergänzungen auch so bleiben. Und wir müssen uns alle fragen, wollen wir wirklich so solche Wohngebiete mit einer ähnlichen Mieterstruktur, in diesem Fall dann Sozialwohnungsgebiete, oder wollen wir eine Stadt mit sozialer Durchmischung? Und genau das wollen wir Freien. Wir wollen nicht vorgeben, wer der neue Erwerber wird, ob es eine Genossenschaft ist, ob es Selbstnutzer sind oder ob es vielleicht ein privater Investor ist. Wir glauben, die WED wird bei einem Verkauf verantwortlich mit den Wohnungen umgehen, so wie sie das jetzt schon mit ihren Mietern macht. Aber all diejenigen, die sich jetzt darüber Gedanken machen, dass wir das unbedingt ablehnen müssen, weil Verkaufen ist ja was ganz Schlimmes. Meine Damen und Herren, ganz häufig aus dieser Ecke des Stadtrates wird mit dem Schlagwort Gentrifizierung gearbeitet. Gentrifizierung ist eine Variante im Spektrum sozialtypografischer, topografischer Dynamiken. Und das, was Sie jetzt betreiben, wenn Sie sagen, diese Viertel bleiben komplett und das bis über 2051 hinaus, nur Wohnungen, die man mit Wohnberechtigungsschein beziehen kann, dann machen Sie genau das Gegenteil. Und das genaue Gegenteil, und da können Sie sich schlau machen, wenn Sie sich mit Wohnungswirtschaft beschäftigen, ist soziale Abwertung, Mittelschichtenflucht und städtebaulicher Substanzverfall. Das ist das, für was Sie, wenn Sie uns nicht zustimmen, die Grundlage legen, denn das genau wird gefördert, wenn Plattenbau-Großraumsiedlungen ausschließlich an Mieter mit Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen, dass Sie das Ziel, was Sie bei der WED-Gründung gehabt haben, nämlich eine Stadt mit sozialer Durchmischung, dass Sie das auch beschließen. Und wir wollen durch den Verkauf und die Belassung der Mittel bei der WED das finanzielle Risiko bei der WED senken. Denn die Kosten für die Sanierung, über die wir jetzt hier eigentlich ganz selten gesprochen haben, die in den Vorlagen aber enthalten sind, die bei runden 100 Millionen liegen, davon die Hälfte aus Fördermitteln, von denen wir noch nicht genau wissen, ob die dann auch zur Verfügung stehen, die können gemindert werden, wenn wir einen Teil der Wohnungen verkaufen. Unsere zweite Ergänzung stellt die Frage, wollen wir eine Erweiterung der Gebiete mit sozialem Wohnungsbau oder setzen wir Zeichen für die Bildung von Wohneigentum? Die Entwicklungsflächen am Jonsbacher Weg und der Windmühlenstraße bieten Platz für bis zu 1.800 Wohnungen. Der Herr Oberbürgermeister hat diese Zahl gerade noch mal bestätigt. Und wir wollen, dass mindestens 25% der Wohneinheiten, die dann dort entstehen, und da ist es vollkommen egal, ob das jetzt Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, kleine Eigentumswohnungen, große Eigentumswohnungen sind, wir wollen, dass dort Wohneigentum geschaffen wird. Sie alle wissen, 15,4% der Dresdner wohnen im Eigentum. Das sind übrigens diejenigen, die für ihre Häuser oder ihre Wohnungen keine Miete bezahlen, wenn sie im Eigentum wohnen. Und wir wollen, dass diese 15%-Zahl steigt. Denn mit den 15% Wohneigentum bewegen wir uns am Ende bundesweit. Und wenn wir ganz große Ziele haben für die Entwicklung unserer Stadt, für mehr Eigentum, für weniger Abhängigkeit, dann sollten wir diejenigen, die auf welche Art auch immer, und sei es in gemeinschaftlichem Bauen, Eigentum schaffen, dass wir diese unterstützen. Das geht nicht ganz so schnell, deswegen haben wir unseren Antrag reingeschrieben, wir lassen der WED und der Stadt 3 Jahre Zeit, diesbezüglich zu agieren. In den 3 Jahren schafft man das, diese komplexen Einheiten und diese Cluster auch so aufzuteilen, dass man einen Teil der Wohnungen verkaufen kann oder der kompletten Einheiten und einen Teil dessen behält. Wir haben die Mindestzahl 25% angegeben, weil wir das für eine Größe halten, die realistisch ist in beiden Gebieten. Meine Damen und Herren, der Kauf von Wohnungen schafft keinen neuen Wohnraum. Und da ist es vollkommen gleich, das auch an den Petenten, ob man 1.300 oder ob man 6.000 Wohnungen kauft. Aber wer Millionen in die Sanierung bestehender Wohnungen steckt und das mit Krediten finanziert, dem fehlt am Ende das Kapital, um neue Wohnungen zu bauen. Und das sollte unser Ziel sein in Dresden. Also
Lassen Sie uns ein Zeichen setzen für selbstgenutztes Wohneigentum, für durchmischte Wohngebiete und stimmen Sie unserem Ergänzungsantrag zu. Vielen Dank. So, dann haben wir einen weiteren Ergänzungsantrag AfD in der Fraktionsrunde. Gut, dann SPD auch in der Fraktionsrunde. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt, wie ich gesagt habe, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen auf der Tribüne und im Stream. Es ist ja relativ selten, dass der Oberbürgermeister zu Beginn zwei Vorlagen persönlich einbringt. Das haben wir heute erlebt mit der Buga-Vorlage und das haben wir erlebt mit dieser Vonovia-Verkaufsvorlage. Das beschreibt so ein bisschen das Gewicht dieser beiden Vorlagen. Es sind beides sehr wichtige Vorlagen. Und unsere Fraktion hat von Anfang an diesen Ankaufsprozess unterstützt und wird ihn auch heute unterstützen. Ich will, der Oberbürgermeister hat ja schon viele Dinge benannt, trotzdem auch für uns nochmal die wesentlichen Dinge benennen, die am Ende zu einer Zustimmung geführt haben. Wir werden den WED-Bestand, den wir momentan haben, und das sind 800 neu gebaute Wohnungen, auf einen Schlag mehr als verdoppeln. Das heißt, es kommt 1200 dazu. Wir haben dann insgesamt über 2000 Wohnungen. Und bei aller Kritik an diesem Deal finde ich schon, man kann da von einem wohnungspolitischen Meilenstein sprechen. Einige haben in diesem Stadtrat versprochen, wir sind jetzt schon bei 5.000 Wohnungen, andere bei 10.000 Wohnungen. Wir waren dort immer zurückhaltender und haben gesagt, wir schauen, wie es geht. Die Grundsatzentscheidung ist klar. Wir tun alles, dass es mehr wird, aber haben den Mund dann auch nicht ganz so voll genommen. Auf der anderen Seite will ich sehr deutlich sagen, dass es uns und mich wirklich sehr freut, dass wir heute offensichtlich eine breite Mehrheit dafür haben. Denn wir müssen uns ja nochmal klar machen, diese WED-Gründung damals, das stand spitz auf Knopf. Das war eine ganz, ganz haarscharfe Entscheidung hier im Stadtrat, dass es dazu gekommen ist. Das war überhaupt nicht klar, dass wir am Ende die WED gründen können. Und mit diesem Beschluss verfestigen wir die politische Zustimmung zu dieser Grundsatzentscheidung, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen in Dresden kommunalen Wohnungsbau, wir wollen diese WED. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Aussage, die heute festzuhalten ist. Neben diesen Verdopplung der Wohnungseigentumsanzahl ist schon gesagt worden, 12 Hektar kommen dazu. Das sind weitere Möglichkeiten für 1.800 Wohnungen. Und wir merken als Stadt, was wir für ein großes Problem mittlerweile haben, Grundstücke zu finden für alle möglichen Punkte der öffentlichen Daseinsvorsorge. Insofern ist das ein ganz wichtiger Teil dieses Deals. Es ist fast, möchte ich sagen, genauso wichtig wie der Ankauf der Wohnung. Und ich will auch noch mal ganz klar sagen, dass der Punkt 7, den der OB vielleicht noch nicht so genannt hat, von uns hier dazu gebracht wird. Warum ist das ein guter Deal? Wir haben in den letzten Wochen gehört, welche Schwierigkeiten es gibt in Vonovia-Häusern. Da geht es um Aufzüge, da ist dies kaputt, da ist das kaputt. Wenn man sich die WED mal anguckt als Vermieterin, wie sie auftritt, ist das ein ganz anderes Auftreten. Das heißt, diese Leute, die da zur WED kommen, die sind rausgenommen aus diesem Vonovia-Betreuungsmarkt, die hängen da nicht mehr in der Hotline und müssen sich irgendwie anhören, dass da sowieso niemand abnimmt, sondern das ist unsere eigene Gesellschaft, die sich denen menschlich zuwenden wird. Und ich halte das für einen großen Erfolg. Für diese Mieterinnen und Mieter ist klar, diese Wohnungen werden nicht mehr an irgendeinen Fonds verscherbelt, sondern die bleiben in unserem kommunalen Wohnungseigentum. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, die Landespolitik wird ja oft kritisiert, auch aus dem Stadtrat raus. Es ist ja das eine, diese Wohnungen zu kaufen und wir wissen, in welchem Zustand diese Wohnungen sind. Sie sind lange Zeit nicht generalsaniert worden, mal zum Teil saniert worden. Das Land hat die Möglichkeit geschaffen, mit der Öffnung der Förderrichtlinie für Leipzig und Dresden, diesen Wohnungsbestand jetzt auch sanieren zu können. Land und Stadt arbeiten hier zusammen, ich will das mal ausdrücklich sagen, weil uns das in die Lage versetzt, diese Wohnung zu sanieren. Und die WED wird diese Wohnung sanieren müssen. Ich glaube, auch das ist ein großer Erfolg. Ich will zum Schluss noch sagen, es ist ja dann immer wieder in Rede, wir müssen selber wieder bauen. Und wir haben es gehört, auch im Aufsichtsrat, momentan baut die WED leider nichts. Und wir haben gehört, woran es liegt, es sind die Kosten, es ist klar. Und Herr Jeckel hat uns auch vorgerechnet, was wir tun müssten, um wieder zu bauen. Einmal die Sätze im Land nochmal anzuheben, das wird auch kommen nächstes Jahr, wird der Fördersatz nochmals das zweite Mal dann angehoben werden, innerhalb von ganz kurzer Zeit.
Aber wahrscheinlich wird auch das nicht reichen. Dann muss der Stadtrat Dresden da, glaube ich, unterstützend wirken. Leipzig hat ein eigenes Förderprogramm für den kommunalen Wohnungsbau. Und wenn wir wirklich wollen, dass die WED wieder baut, dann müssen wir hier als Stadt auch sagen, dann nehmen wir entsprechend das Geld in die Hand. Noch ein paar Worte zu den Ergänzungsanträgen zur Petition. Wir verstehen das Anliegen, wir verstehen es, aber wir sehen, die Verhandlung ist jetzt zu Ende. Und es gibt auch nicht weitere 40 oder 50 Millionen, sodass wir mit der Vonovia danach verhandeln können. Wir machen in dem Fall das, was Sie uns empfohlen haben. Wir werden diesem Deal zustimmen, weil wir glauben, am Ende ist es für die Stadt Dresden eine gute Entscheidung. Wir haben auch eine große Sympathie für den SPD-Ergänzungsantrag. Wir wollen auch nicht, dass dieses Wohneigentum, die Wohnungen sofort wieder verkauft werden. Bei den Grundstücken lassen Sie uns noch ein bisschen drauf gucken. Die kommen dann zur Stadt und wir werden gemeinsam hier entscheiden, auch mit dem Liegenschaftsamt und mit einer strategischen Betrachtung, welche Flächen wir dann auch rausgeben können. Wir haben auch was dafür, in Erbpacht oder eben in Eigentum, Baugemeinschaften oder Kleinstgenossenschaften zu unterstützen. Insofern ein guter Tag für Dresden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Krüger, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft WED hält derzeitig 530 neu gebaute und etwa 493 Bestandswohnungen. Angesichts der 2036 auslaufenden Belegungsrechte ist auch heute schon dringend Handlungsbedarf gegeben. Von den zur Gründung der WED vollmundig von Rot-Rot-Grün, da darf ich Sie gern mal auf der linken Seite erinnern, versprochenen 2.500 Wohnungen in den nächsten Jahren sind wir weit entfernt. Das war schon 2017, da habe ich auch schon hier gestanden, vorhersehbar und trifft uns nunmehr umso härter. Steigende Zahlen von Mietern mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und Fachkräften, aber auch Geflüchteten, verschärfen die Situation am Wohnungsmarkt insgesamt noch mehr. Sicher ist auch die Anhebung der Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein eine Frage mehr, die uns daran erinnert, dass wir mehr als die bisher vorhandenen 10.000 Wohnungen benötigen. Wichtig, aber nicht entscheidend, ist auch das Problem der Fehlbelegung. Kurz gesagt, wer einmal mit einem Wohnberechtigungsschein in eine gestützte Wohnung gezogen wird, kann nicht kontrolliert werden, ob er nach einer gewissen Zeit die Voraussetzungen für diese Sozialung noch immer vorliegt oder eben auch nicht. Wir wissen also nicht, ob und wie viele Fehlbelegungen es gibt. Unsere etwa 10.000 Wohnungen mit Belegungsrechten sind im Moment voll belegt. Der Bedarf allerdings ist stark steigend. Das Jahr 2036 scheint noch weit entfernt, doch ist es Teil unserer Verantwortung, schon heute daran zu denken, wie es danach mit den Belegungsrechten weitergeht. Insofern ist es klug, jetzt bereits 1.200 Wohnungen zu kaufen, gegebenenfalls zu sanieren und dem städtischen Unternehmen WED zuzuordnen. Auch bietet der Kauf von ca. 12 Hektar bebaubarer Grundstücke die Chance, endlich wieder aktiv am Wohnungsmarkt zu agieren. So könnten auch am Standort Jonsbacher Weg in Seidnitz über 100 neue bezahlbare Wohnungen entstehen und auch das Ziel eines neuen Ortskernes für Tolkewitz und Seidnitz Wirklichkeit werden. Übrigens ein Antrag aus 2018 der CDU. Hohe Materialkosten, gestiegene Zinslasten, aber auch eine überbordene Bürokratie und realitätsfremde Forderungen seitens der Politik haben das Neubaugeschehen am Wohnungsmarkt insgesamt einbrechen lassen. Auch unsere städtische WED hat trotz geschenkter, sprich eingelegter Grundstücke und staatlicher Fördermittel das Bauen komplett eingestellt. Umso mehr höre ich mit Sorge, was heute hier seitens der WED erwartet wird. Insgesamt verknappt sich das Angebot damit weiter, die Mieten steigen. Allerdings bleibt es auch bei unserer Kritik, dass mit dem Kauf der Bestandswohnung weder eine einzige neue Wohnung auf den Markt neu dazukommt, geschweige denn eine einzige neue Wohnung für die Bedürftigsten dieser Stadt entsteht. Der Teich wird nur einmal umgerührt. Die städtische WED wird auch mittelfristig nicht den Bedarf an Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein
im Zuge eigenen Bauens erfüllen können. Da dürfen wir uns auch nicht den Blick trüben. Insofern ist der jetzige Ankauf von Bestandswohnungen alternativlos. Wie wir wissen, haben sich auch die genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften aktuell vom Baugeschehen weitestgehend zurückgeschoben. Wenngleich es ein paar positive Beispiele gibt, ein Lichtblick im Dresdner Süden will eine Dresdner Genossenschaft in den nächsten Monaten wieder bauen. Ein Problem, was wir hier nicht lösen können, ich aber immer wieder gern anspreche, ist die nach wie vor viel zu geringe Quote an Wohneigentum in unserer Stadt. Der Mietwohnungsmarkt wird im Wesentlichen von zwei Eigentumsformen bestimmt, so die privaten Vermieter, einschließlich Vonovia mit einem Anteil von 64%, den Wohnungsgenossenschaften von 20%. Die Quote für selbstgenutztes Wohneigentum beträgt in Dresden nur etwa 16% und ist stagnierend. Bundesweit sind es etwa 42%, die in den eigenen vier Wänden leben. Selbst Zeiten, in denen es jahrelang paradiesische Zinsen von unter 1% gab, hat daran nichts geändert. Heute ist es eher der Staat, der den Bürgern unverhältnismäßig hohe Lasten aufbürdet und verhindert, dass sich an diesem Zustand, ich komme zum Ende, daran etwas wesentlich ändert. Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass wir heute einen wichtigen Schritt zur langfristigen Sicherung von Wohnraum für Menschen mit Wohnberechtigungsschein machen. Zudem endlich erreicht die WED eine tragfähige Größe. Denn das, was sie bisher gemacht hat, das hätte jede kleine Hausverwaltung, abgesehen von der Bauplanung, ebenfalls leisten können. Mit den ebenfalls angekauften Grundstücken verbinden wir die Hoffnung auf mittelfristige Entspannung auf dem Wohnungsmarkt durch ein wieder aktives Baugeschehen. Die Vorteile überwiegen, wenngleich jedem klar sein muss, was auch hier für ein finanzieller Kraftakt vor uns liegt. Wir werden zustimmen, die Änderungsanträge lehnen wir komplett ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir drehen heute ein kleines Stückchen, eine Fehlentwicklung zurück, die 2006 mit dem Verkauf der WOBA an einem Stück entstanden ist. 48.000 Wohnungen haben damals in einem halben Jahr den Besitzer gewechselt. Die Stadt hat diese Wohnungen verschleudert. Wir haben damals, sind diese 48.000 Wohnungen plus Grundstücke plus Gewerbe zu 1,7 Milliarden Euro geschätzt worden. Das war pro Wohnung waren das 35.000 Euro. Mit den 93 Millionen Euro kaufen wir jetzt im Prinzip 1.213 Wohnungen zurück. Kommen auch noch ein paar Grundstücke dazu und da sind wir beim Preis von knapp 77.000 Euro pro Wohnung. Das heißt, wir kaufen die Wohnung zum doppelten Preis zurück, wie wir sie 2006 verkauft haben. Tolle Leistung. Inzwischen ist Folgendes passiert. Das ist vom Ertragswert sogar gerechtfertigt, weil die Mieten sind rasant gestiegen. Wir übernehmen diese Wohnung also mit auch rasant gestiegenen Mieten. Das ist ganz im Prinzip für einen Bestandsmieter ganz interessant, dass eine Sozialmiete so hoch ist inzwischen wie eine Bestandsmiete im alten Mietvertrag, wenn man sich um die Mieterhöhung ein bisschen gekümmert hat, dass die abgewehrt werden können. Das funktioniert also. Also da ist im Prinzip ja, eine hohe Miete schon da und jetzt sind wir aber in der Situation, technisch stimmt das natürlich überhaupt nicht bautechnisch, weil diese Wohnungen damals ungefähr 20 Jahre alt waren, im Jägerpark Prolis, wo diese Typenbauten eben stehen und jetzt sind sie halt 40 Jahre alt und sanierungsfähig. Das heißt, die sind fertig und wir haben im Prinzip jetzt eine Situation, wo wir eine Klimasanierung machen müssen, die extrem kostspielig ist. Haustechnik, Dämmung, alles auf Niedrigenergiehausstandard, das ist eine Herausforderung. Wie wir dann mit den steigenden Mieten umgehen, wird man sehen. Wie wir mit den Bauarbeiten umgehen, wird man sehen. Es ist in den Jahren Folgendes passiert. Die Vonovia hat insgesamt deutschlandweit teilweise 1 Milliarde Euro pro Jahr an die Aktionäre ausgeschüttet. Und dieses Geld ist natürlich jetzt nicht als Rücklage dafür eine Sanierung. Und jetzt wird nach öffentlichen Fördermitteln geschrien. Keiner kann mehr diese Wohnung sanieren, ohne im Prinzip die Hälfte dafür in Fördermitteln zu kriegen. Und wir sehen ja gerade im Bundeshaushalt, dass auch dort das Geld nicht mehr so da ist. Und ob dieser Deus ex machina, den wir uns überall einbilden, Fördermittel für TMSC, Fördermittel für die Buga, Fördermittel für die Vonovia-Wohnung, die wir in die WED übernehmen, das wird man in den nächsten Jahren mal sehen.
Ich bin da sehr gespannt und sehr skeptisch und wir müssen uns da auch auf Gefährdungen einstellen. Was gut ist, diese Wohnungen sind wieder bei der Stadt, sie sind unter öffentlicher Kontrolle. Wir können transparent im Prinzip bei der WED schauen, ob die Mieter gut behandelt werden, ob dort Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden. Wir können sehen, ob dort die Mieter im Prinzip Ansprechpersonen haben, die ihnen helfen, wenn irgendwas ist. Das ist also positiv. Wir würden auch gerne mehr Wohnungen kaufen. Wir nehmen das sehr ernst, dass in der Petition mehr gefordert worden ist und denken auch, dass das noch nicht das letzte Wort gewesen sein kann. So ein großer Wohnungsbestand in der Stadt in einer Hand, wo das Geld aus der Stadt abfließt, ist einfach auch ein volkswirtschaftliches Problem neben dem sozialen Problem. Jetzt mal im Prinzip zu den Repliken, die hier so gekommen sind. Herr Krüger. Sie haben gesagt, Rot-Grün hat mal so 2.500 Wohnungen mit der WED gebaut werden. Das sind die Notwendigkeiten, die in der Stadt bestehen. Und Sie haben offensichtlich vergessen, der Erste, der hier in der Stadt mit dem Bau von Sozialwohnungen hausieren gegangen ist im Wahlkampf, das war der Kandidat der CDU, Markus Ulbich, 2015, der mit Plakaten rumgelaufen ist mit 5.000 Sozialwohnungen. Und da frage ich mich, wo sind die? Der Freistaat hat gemauert. Der Freistaat, CDU-Regierung, hat die Förderung immer zu spät angepasst. Es ist immer unwirtschaftlich gewesen, immer zu wenig. Es war immer zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Das ist einfach die Wahrheit. Und wenn wir keine Dynamisierung in die Förderung reinkriegen, werden wir weiterhin nicht bauen. Und das sollte Ihnen eigentlich bekannt sein. Es ist natürlich bei dieser ganzen Geschichte auch ein Wermutstropfen dabei. Was nicht geschafft wird, ist, dass wir aus dem Kapitaldienst raus sind. Es fließt weiter Geld Richtung Banken, Richtung Fonds, Richtung Aktionäre, Richtung Anleger, weil wir nämlich für die 65 Millionen, die wir Kredit aufnehmen, 4% Zinsen rein müssen verwalten. Also wir haben die Niedrigzinsphase verpasst und machen jetzt den schlechten Deal für 4% zu leihen. Das heißt, die Mieter bezahlen hier doppelt die Verschuldung der Stadt Dresden, jetzt nochmal im Prinzip die Zinsen, die damals hätten so und so bezahlt werden müssen. Insofern ist auch diese Sage oder dieses Märchen von der Entschuldung Dresdens falsch, noch dazu, wenn man weiß, dass damals der Kaufpreis bei den damaligen Fortresswohnungen zum großen Teil in die Bilanz reingedrückt worden ist. Das heißt, die Wohnungen sind sofort am Kapitalmarkt beliehen worden. Das ist hier kaum bekannt, ist aber wichtig. Also wir stimmen dem Kauf gerne zu, wir hätten gerne mehr Wohnungen und wir stimmen auch der Petition zu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und empfehle Ihnen, es genauso zu tun. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der SPD-Fraktion, Herr Dries. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, jede kommunale Wohnung ist eine gute Wohnung. Und es gilt auch, wenn sie nicht neu gebaut ist, sondern wenn sie gekauft wird. Und zwar, weil es uns mit kommunalen Wohnungen gelingt, sie dauerhaft bezahlbar zu halten, auch wenn Belegungsrechte auslaufen, auch wenn Preisbindungen, die mit Förderung verknüpft sind, auslaufen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Wohnungen, die bei der Vonovia bis 2036 Belegungsrechte draufliegen, die werden nicht so günstig bleiben nach 2036. Das hat aber auch seinen Grund darin, dass die notwendigen Sanierungen, die ohne Frage bei dem Wohnungsbestand, den wir jetzt heute hoffentlich ankaufen werden, verträglich vorgenommen werden können und eben auch die Umlage von Sanierungskosten so passiert, dass es die Bestandsmieterinnen und Mieter nicht überlastet. Deswegen ist jede kommunale Wohnung eine gute Wohnung und deswegen wird die SPD-Fraktion heute auch dem Ankauf dieser Wohnungen zustimmen. Natürlich ist es bedauerlich, dass es jetzt in den Verhandlungen nur 1.213 Wohnungen geworden sind. Die Verhandlungen sind ja sehr nicht öffentlich gelaufen und auch die Beratungen dazu und die Berichte im Nachgang, wie die Verhandlungen gelaufen sind, sind in nicht öffentlichen Gremien diskutiert worden. Deswegen ist es sehr schade, dass man das heute nicht auch noch mal stärker mit in die Debatte bringen kann. Aber was natürlich aus meiner Sicht genauso das Problem ist, ist, dass die finanzpolitische Priorität für das Thema bezahlbares Wohnen hier im Stadtrat in der Summe leider fehlt. Wir stellen für viele, viele Sachen viele Millionen Euro ein und sicherlich auch ein paar Millionen Euro für bezahlbares Wohnen und für Zuschüsse an die WED. Aber ich glaube, das, was wir da bisher hier im Stadtrat beschlossen haben und das, was bisher uns die Stadtverwaltung vorgeschlagen hat, wird nicht reichen, um die Probleme auf dem Mietmarkt zu lösen.
Gut ist natürlich, dass wir die Grundstücke mit dem zusätzlichen Potenzial für den Wohnungsneubau jetzt mit dem Paket auch gleich mit ankaufen. Ich glaube, als allererstes müssen wir uns die Frage stellen, welche Potenziale bieten diese Grundstücke für die WID und eben für den bezahlbaren Wohnungsbau. Vor allen Dingen aber ist natürlich mit dem Ankauf dieser Grundstücke auch eine Erwartungshaltung verbunden, nämlich, dass wir sie möglichst schnell überhaupt erstmal nutzbar machen. Und da gehört dazu, dass möglichst schnell Baurecht geschaffen wird, weil der Großteil der Grundstücke, da müssen B-Planverfahren gemacht werden. Insofern ist auch die von den Freien Wählern genannte zeitliche Dimension mit 2026 irgendwie da eine fertige Planung zu haben, äußerst ambitioniert und ich halte das nicht für realistisch. Eine weitere Voraussetzung dafür, dass auf diesen anzukaufenden Grundstücken aber auch tatsächlich was passiert, ist, dass wir auch der WID entsprechend Geld zur Verfügung stellen, damit sie eben wieder in den Wohnungsneubau einsteigen kann. Ich glaube, anders werden wir die wohnungspolitischen Ziele, für die wir als Stadt auch schon beschlossen haben, nicht erreichen. Wir haben die Situation, dass 2036 die 10.000 Belegungsrechte, die mit der Vonovia vereinbart sind, auslaufen. Eigentlich haben wir uns mit unseren Konzepten vorgenommen, dass wir das bis dahin kompensieren. Dafür haben wir wirklich noch viele Hausaufgaben. Und es wurde ja, Herr Krüger hat schon darauf angespielt, eine Bedarfsermittlung gemacht, wie viele Sozialwohnungen in der Stadt Dresden eigentlich noch über die 10.000 hinaus gebraucht werden. Und die Zahl ist auch nicht gerade gering. Daraus müssen Taten folgen, das muss ein Auftrag für uns sein und da gehört natürlich auch dazu, diesen Appell möchte ich auch an Sie, Herr Oberbürgermeister, richten, weiter aufmerksam zu bleiben, wenn Wohnungen in der Stadt von Privaten verkauft werden, dass wir dort als Stadt, als aktiver Marktakteur auftreten, dass wir von Vorkaufsrechten Gebrauch machen und so versuchen, uns zusätzliche Wohnungen für die WID zu organisieren. Ich will noch einen kurzen Satz oder zwei, drei kurze Sätze zur Petition und zu unserem Ergänzungsantrag verlieren. Erstmal vielen Dank an die Petenten und an die Unterstützer dieser Petition, die nochmal deutlich gemacht haben, dass das Thema bezahlbares Wohnen in Dresden viele Menschen umtreibt. Und auch wenn es bedauerlicherweise nicht funktioniert, alle 6.000 Wohnungen anzukaufen, hat diese Petition eben noch einen zweiten sehr wichtigen Aspekt, nämlich den dauerhaften Verbleib der jetzt anzukaufenden Wohnungen bei der Stadt bzw. bei der WID. Und wie notwendig das ist, zeigt ja eben gerade der Antrag von den Freien Wählern, wo wir noch nicht mal angekauft haben und da schon darüber fabuliert wird, dass man irgendwie Teile davon weiterverkaufen will. Unser Änderungsantrag bezieht sich sehr klar auf das Portfolio, das wir jetzt neu an Wohnungen kaufen. Es betrifft nicht die Grundstücke, die wir ankaufen, sondern die Wohnungsbestände, die wir ankaufen. Und deswegen steht unser Ergänzungsantrag aus meiner Sicht auch nicht der Idee der Dissidenten entgegen, auch innerhalb der WID vielleicht darüber nachzudenken, dass man einzelne Wohnungen an die Bestandsmieterinnen und Mieter, die gerne übernehmen wollen, weiterverkaufen wollen. Ich bin bloß der Überzeugung, das, was wir jetzt von der Vonovia ankaufen, ist dafür absolut nicht geeignet. Deswegen wollen wir aber diese Bindung auf die jetzt zu tätigen Neuerwerbungen konzentrieren und das nicht für das Bestandsportfolio, nicht für die gesamte WID ausschließen. Gerade die Bestände, die die WID in Pieschen hat, könnten möglicherweise für so ein Modell in Frage kommen. Deswegen möchte ich nochmal für die Unterstützung und die Zustimmung zu unserem Ergänzungsantrag werben, möchte dann auch gleich die Zeit hier nutzen, noch einen Antrag zum Umgang mit der Petition zu stellen. Ich glaube, wenn wir die Ergänzung der SPD-Fraktion in der Vorlage vorgenommen haben, dann können wir durchaus beschließen, dass der Petition teilweise abgeholfen ist, denn der Petitionsausschuss hat da ja bisher ein anderes Votum getroffen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle beantragen, dann bei der Abstimmung der Petition darüber abzustimmen, dass ihr teilweise abgeholfen ist. Vorher hoffe ich aber, dass wir hier gemeinsam den richtigen und wichtigen Weg beschreiten und mit einer möglichst breiten Mehrheit für mehr bezahlbares Wohnen in Dresden sorgen. Vielen Dank. Als nächster Redner für die FDP, Herr Blödner. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt will das Gerät nicht. Erwerb von Wohnbeständen und Grundstücken. Ankauf von 1213 Wohnungen der Vonovia sowie einige Grundstücke. Gleich vorneweg, wir können der Vorlage nicht zustimmen. Der Ankauf bestehender Wohnungen ist äußerst kritisch. Nach langen Verhandlungen kam man dann doch zu einem Ergebnis mit der Vonovia.
Durch das Hinzufügen einiger Grundstücke zum Gesamtpaket, welches die Stadt jetzt entwickeln möchte, konnte man sich über den Preis dann doch noch einigen. Der jetzt vorliegende Deal als solches erscheint okay bepreist. Wenn man schon sowas macht, hat man sicherlich seitens der Stadt den bestmöglichen Deal verhandelt. Es ist zu erwarten, dass es für die WED und die Stadt auch kein Verlustgeschäft wird. Auch die WED erhält dadurch eine Gesamtgröße verwalteter Wohnungen, die ein effizientes Wirtschaften ermöglichen und entsprechend Spielraum für Aufgaben ermöglichen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Wohnungen der WED noch so, dass es für die WED noch beherrschbar ist. Wäre es mehr geworden, wäre die WED organisatorisch sicherlich schnell überfordert gewesen. Das ist ja bereits mehr als eine Verdopplung der Bestände. Das managt man auch nicht über Nacht. Über 30 Millionen Eigenkapital fließen jetzt aus dem städtischen Haushalt für den Ankauf in die WED. Es gäbe sicher schlechtere, aber auch bessere Verwendungsmöglichkeiten. Aber es verschwindet immerhin nicht im Nirvana. Wir bauen uns mit der WED ein Unternehmen, das künftig einen ordentlichen Wert hat. Sollte man dann in zukünftigen Jahren wieder an finanzieller Stelle zu unseriös werden und schlecht wirtschaften, hätte man dann wieder spätere finanzielle Ausgleichsmöglichkeiten als Backup. Aber bei allen Punkten, die der Vertrag weniger schlimm erscheinen lassen, wir kaufen unsanierte Plattenbauten als Sozialwohnungen. Die Stadt geht in erhebliche finanzielle Risiken, wenn sie glaubt, der bessere Unternehmer zu sein. Es entstehen keinerlei neue Wohnungen im Markt. Man sollte sich aus unserer Sicht der Stadt lieber auf die Rahmenbedingungen konzentrieren, um privaten Wohnungsbau einfacher zu ermöglichen. Das Sanierungskonzept basiert auf Fördermitteln des Freistaates. Ob diese, wie geplant, langfristig fließen, ist mehr als unsicher. Man hat dadurch zwar Zugriff auf Sozialwohnungen, aber die jetzt gekauften Wohnungen unterliegen sowieso schon der Sozialbindung bis 2035. Entsprechend kommt dadurch nichts dazu. Für Fragen der Stadtentwicklung und auch für die Vermeidung von Brennpunkten muss man die Wohnungen nicht besitzen. Die Beispiele in Gorbitz, beispielsweise mit der Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft, zeigen, dass auch mit Wohnungsunternehmen gemeinschaftliche Stadtentwicklung sehr gut möglich ist. Der noch kritischere Punkt ist jetzt der Ankauf der Grundstücke. Das sind sehr große Areale, die mit Bebauungsplan erst entwickelt werden müssen. Am besten sollte dort schnell Wohnungsbau ermöglicht werden, mit einem Mix aus Einfamilienhäusern und Mietwohnungsbau. Für die WED als Ganzes sind die Flächen viel zu groß. Aber ist die Stadt jetzt der bessere Entwickler, wenn sie solche Flächen besitzt? Gibt es einzelne Flächen dann zeitnah an Immobilienunternehmen und Genossenschaft ab, um diese dann zu bebauen? Oder soll die Stadt dann auch noch groß in den Bau von Wohnungen einsteigen? Welche sonstigen teuren Wünsche sollten dann noch vielleicht plötzlich mit realisiert werden? Da sind ganz, ganz viele Rahmenfragen bei den Grundstücken völlig offen. In der Vergangenheit hakt es ja schon immer mit der Entwicklung von Bebauungsplänen und überbordenden Anforderungen an Bauherren. Wir hätten ein deutlich geringeres Problem im Mietmarkt unserer Stadt, wenn man vor der Krise schneller und besser im Baubereich der Stadtverwaltung gearbeitet hätte. Welche Zusatzwohnungen wären jetzt schon alle im Bau, hätte in der Vergangenheit der Geschäftsbereich des Baubürgermeisters und auch der Bauausschuss effizient mit den Bauinvestoren gearbeitet und Baurecht rechtzeitig ermöglicht. Wirkliche Pläne für die neuen Grundstücke gibt es nicht. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es eher noch teurer und mit noch mehr Wünschen überfrachtet wird, wenn die Stadt selbst Eigentümer der Flächen ist. So lösen sich aber die Probleme nicht. Unkompliziert bauen muss aktuell die Devise sein. Wir lassen uns da gern zukünftig eines Besseren belehren, dass es dort vorwärts geht. Aber das kann man dann bei den neuen Grundstücken sicherlich beobachten. Aber die Vergangenheit zeigt, dass es in der Regel ein Wunsch ist. Und die Entwicklung von Grundstücken ist aus unserer Sicht eben besser bei privaten oder genossenschaftlichen Wohnungs- und Bauwirtschaft aufgehoben, anstatt auf Seiten der Stadt. Entsprechend erschließt sich für uns der Mehrwert und der Vorteil des vorliegenden Deals hier leider nicht. Vielen Dank. So, als nächste Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Nitsche. Will nicht? Dann Dissidenten, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, das Thema Wohnen in Dresden, auch wieder unter städtischer Regie, nimmt wieder Fahrt auf. Und das ist richtig so und das ist gut so. Und es ist nicht verwunderlich, dass meine Fraktion selbstverständlich dieser Vorlage heute zustimmen wird, weil ich darf auch daran erinnern, dass am Ende die erste Diskussion über den Rückkauf von Wohnungen, von bis zu 3.000 Wohnungen, so hieß es seinerzeit in dem Antrag, der allererste Antrag der Dissidentenfraktion hier in diesem Stadtrat war. Und von daher ist es klar, dass
wie es der Oberbürgermeister in seiner Vorstellung selber sagte, dies heute ein Meilenstein ist, weil Meilensteine sind eben Steine, die sozusagen am Wege stehen. Und wir machen uns auf den Weg. Und es ist sicherlich richtig, dass wir mit diesem Ankauf und auch mit der darin enthaltenen Option praktisch dann mit 1.200 Wohnungen plus 1.800, die gebaut werden können, also dann doch am Ende 3.000 Wohnungen, uns auf den Weg begeben, in die richtige Richtung zu gehen. Aber über eine Sache müssen wir uns immer im Klaren sein. Wir selber sind mit einer Gesellschaft, die 8 Jahre alt ist und die praktisch von null anfangen musste, nicht die Kraft, die die Wohnungsprobleme in Dresden alleine lösen kann. Das ist doch klar. Aus dem Grunde leisten wir auch einen Beitrag, den wir von anderen, von Genossenschaften, von privaten Investoren uns ebenfalls erhoffen. Und ich möchte ausdrücklich im Zusammenhang mit dieser Vorlage etwas machen, bevor ich ja nicht gerade bekannt bin und auch keine Kernkompetenz habe, nämlich Dankeschön sagen. Ich möchte Dankeschön sagen den Pedanten, die hier dieses Thema Wohnen in Dresden, Mietenwahnsinn stoppen, seit Jahren auf der Agenda halten und darauf aufmerksam machen, dass wir viel zu tun haben und dass nur der Druck auch von der Straße es schafft, das Thema preiswerten Wohnraum und Schaffung preiswerten Wohnraums auf der Agenda zu halten. Und deshalb auch an euch alle ein herzliches Dankeschön. Dass am Ende, und diese Petition ist ja, wenn man so will, losgetreten worden und die Anzahl der Unterschriften zeigt ja, dass es auch auf großes Interesse gestoßen ist, natürlich losgetreten worden, als die Verhandlungen begannen. Und dass die Verhandlungen dann irgendwie in der Zwischenzeit sich auch vielleicht mit einem anderen Ergebnis abschließen, halte ich dann vielleicht für normal. Und dennoch glaube ich, dass insbesondere der zweite Teil dieser Petition uns eine Mahnung sein muss. Und der Kollege Dreves hat ja darauf hingewiesen, in allen Punkten, und deshalb unterstütze ich auch sein Anliegen da, dass nämlich der entscheidende Punkt ist, dass wir den Kräften hier im Stadtrat, und dazu gehört nun mal die FDP, die Freien Wähler und die sogenannte AfD, die mit ihrer Wohnungspolitik am Ende nur so weit, dass die Schaffung von öffentlichem Wohnraum zustimmen, als dass sie damit das Potenzial in die Hand bekommen wollen, es irgendwann wieder zu verscheuern. Deshalb ist das Anliegen der Petition, dafür Sorge zu tragen, dass man rechtssicher es allen auch künftigen Hasardeuren schwer macht, solchen Wohnraum wieder zu verkaufen. Und ich möchte ferner, und das möchte ich ausdrücklich würdigen, weil in einem Punkt widerspreche ich auch dem Anliegen oder den Aussagen der Petenten, nämlich hier der Stadt und auch der WED besonders danken. Ich glaube, dass der Herr Jeckel, dem ja auch der OB gedankt hat, hier wirklich sehr, sehr gute Verhandlungen im Interesse der Stadt geführt. Und das Ergebnis kann sich, weiß Gott, sehen lassen. Und ich bezweifle sogar, wenn diese Wohnungen, ich habe das mal modellhaft durchgerechnet, wenn diese Wohnungen zum Beispiel enteignet worden wären, bin ich der festen Überzeugung, dass der Preis nicht viel geringer gewesen wäre als das, was wir jetzt als Stadt dafür aufwenden. Ich glaube, der Deal, der dort gemacht wurde, ist gut. Und ich glaube, es gibt auch viele gute Gründe, dies zu unterstützen. Eine allerletzte Bemerkung, die für uns sehr wichtig ist, auch wenn hier kritische Töne angemerkt werden. Natürlich wollen wir auch genau deshalb, damit eben langfristig Eigentum, Mietereigentum auch erhalten bleibt und eben nicht auf dem freien Spiel der Kräfte unterworfen wird. Deshalb auch unser Antrag, kleinen Genossenschaften und anderen Initiativen, sogenannten Mietsyndikaten, auch solche Eigentumsmöglichkeiten einzuräumen. Das ist mit der heutigen Entscheidung nicht von der Agenda. Da werden wir dranbleiben, weil wir auch so eine Form von demokratischer Eigentumsbildung in Bürgerinnenhand für sehr wichtig halten. Insgesamt gesehen jedenfalls ist es ein guter Tag für Dresden, bei dem wir als Dissidenten gerne mitmischen. Vielen Dank. So, zum Abschluss der Fraktionsrunde AfD-Fraktion, Herr Laczynski.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, danke, dass Sie mich schon ankündigen. Sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die WED wurde 2015 gegründet, um bis 2019, so stand es damals auch im Gründungsbeschluss, 2500 neue Sozialwohnungen in Dresden gebaut zu haben. Wir schreiben nun bald das Jahr 2024 und es wurden bisher noch nicht einmal 1000 neue Wohnungen gebaut. Und angesichts der aktuellen Marktsituation werden auch in den nächsten Jahren so schnell keine neuen Wohnungen mehr gebaut. Man kann also feststellen, dass das Projekt BID genau in der Ausprägung, die uns Herr Löser vor uns als Erfolg verkaufen wollte, eben kein Erfolg ist, sondern genau das Gegenteil. Diese Ausprägung der BID ist gescheitert. Und wenn ein Projekt zu scheitern droht, muss man sich die Frage stellen, ob man es beerdigt oder im erheblichen Maße nachjustiert. Die Vorlage, über die wir heute sprechen, ist genau diese Art der Nachjustierung. Eine erhebliche Korrektur des ursprünglichen Schwerpunktes des Unternehmenszweckes, nämlich Sozialwohnungen nicht nur zu bauen, sondern auch schwerpunktmäßig zu kaufen. Im Zuge dieser Ankaufsverhandlungen hat man gemeinsam mit dem Freistaat hier eine Förderrichtlinie aufgelegt, die dazu dienen soll, bestehende Sozialwohnungen zu sanieren. Eine Richtlinie, von der in Dresden ausschließlich die Vonovia und dann zukünftig vielleicht auch die WED profitieren können. 5 Millionen Euro Fördergelder pro Jahr könnte die WED mit der in diesen Jahren in Kraft getretenen Förderrichtlinie zukünftig vom Freistaat bekommen, um den sanierungsbedürftigen Wohnungsbestand instand zu setzen, über dessen Erwerb wir heute hier sprechen. Und auch die Vonovia als börsendotiertes Unternehmen wird dann in Zukunft dank dieser Förderrichtlinie jedes Jahr 5 Millionen Euro Steuergelder als Fördermittel bekommen, um seinen Wohnungsbestand in Dresden aufzuhübschen und sein Portfolio aufzuwerten. Die Aktionäre wird es freuen. Diesen Umstand finde ich insofern ziemlich spannend, da gerade die linke Hälfte des Stadtrates sich ja regelmäßig über die Profitgier und die Miethaie der Vonovia echauffieren und sie am liebsten enteignen oder aufkaufen würden, während ihre Parteikollegen in der Landesregierung dasselbe Unternehmen gleichzeitig chauffieren, indem sie der Vonovia mit dem Aufsetzen dieser Förderrichtlinie das Geld der Steuerzahler hinterherwerfen. Nun ist diese Förderrichtlinie nun mal in Kraft, wie es Frau Merkel sagen würde, und damit eben nicht nur die Vonovia von dieser Förderrichtlinie in Dresden profitieren kann, braucht jetzt auch die WED sanierungsbedürftige Objekte. Insofern ist die heute zu beschließende Vorlage für diesen Ankauf durchaus sogar nachvollziehbar. Ich möchte hier aber auch den Fokus auf einen anderen Teil des Ankaufsgeschäftes legen. Denn in dem Kaufvertrag sind neben den Wohnungen für die WED auch Freiflächen enthalten, die in den Besitz der Stadt übergehen und ein erhebliches Entwicklungspotenzial bieten. Insbesondere für das Areal an der Windmühlenstraße muss man hier hinterfragen, inwiefern es sinnvoll ist, das ehemalige Sternstädtchen durch den Neubau von Sozialwohnungen wieder zu errichten oder ob man vielleicht doch lieber mal schaut, ob man diese Fläche städtebaulich vielfältiger, aber auch im Hinblick auf die Wohnformen vielfältiger gestaltet, als es in der Vergangenheit der Fall war. Dass man damit Bedarfe deckt, die dringend in unserer Stadt benötigt werden. Konkret meine ich ja die Bedarfe von Wohnformen zur Wohneigentumsbildung, insbesondere für Familien, aber auch für Mehrgenerationenwohnen, die durch Ansätze wie Konzeptausschreibungen, Erbpachten, Mietkaufmodelle, einheimische Modelle oder auch Genossenschaftsmodelle gedeckt werden könnten. Dresden hat die geringste Wohneigentumsquote aller Großstädte in Deutschland. Familien wandern in Größenordnungen ins Umland ab und belasten dann als Berufseinpendler unsere Verkehrsinfrastruktur, weil die Stadtpolitik die Bedarfe zur Wohneigentumsbildung in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt hat. Von daher ist es der falsche Zeitpunkt, sich im Stadtrat darüber zu streiten, welches der richtige Weg ist, um die Wohneigentumsquote in unserer Stadt zu steigern. Entscheidend ist, dass wir sie steigern und dafür sollten wir alle denkbaren Wege beschreiten. Insbesondere an der Windmühlenstraße haben wir genug Potenzialflächen, um auch alle diese Wege parallel beschreiten zu können. Diese Chance sollten wir nutzen. Junge Familien durch die Möglichkeit der Schaffung von Wohneigentum in unserer Stadt zu halten, ist für uns als AfD mindestens genauso wichtig wie der Erhalt von Belegungsrechten über 2036 hinaus und der Neubau von Sozialwohnungen. Deswegen haben wir diesen Ergänzungsantrag hier eingebracht, der für uns die Voraussetzung ist, dass wir dieser Vorlage zum Vonovia-Ankauf zustimmen können. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Wir kommen zur weiteren Redeanmeldung. Frau Barkow und dann Herr Wirz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitzeichnerinnen und Mitzeichner der Petition. Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir hier im Stadtrat eine Petition beraten, die mehr als 5.000 Unterschriften zusammenbekommen hat. Das ist durchaus beachtlich und ich möchte mich dafür auch nochmal sehr herzlich bedanken, denn das zeigt doch einmal mehr die Dringlichkeit des Themas, nämlich die Schaffung und den Erhalt von preisgünstigen Wohnungen. Wir haben in Dresden jetzt gerade ganz frisch den aktuellen Wohnungsmarktbericht im Sozialausschuss beraten. Dort wurde nochmal herausgestellt, dass in Dresden 66.000 Haushalte in den Einkommensgrenzen des Wohnberechtigungsscheins liegen, also eine nach wie vor extrem große Zahl, die sicherlich noch steigen wird in Anbetracht der steigenden Wohnkosten, die wir aktuell verzeichnen. Und dass traurigerweise mittlerweile die Grenze von 50% der Wohnkostenbelastung geknackt wird von Haushalten mit besonders niedrigen Einkommen, dass sie also mehr als 50% ihres Einkommens für die Wohnkosten aufwenden müssen. Diese Zahlen unterstreichen, wie dringend notwendig das ist, dass die Stadt aktiv wird, selber wieder als Akteurin auf dem Wohnungsmarkt auftritt, um dort handlungsfähig zu sein und vor allen Dingen, denn das ist der drängendste Bedarf, die Schaffung von preisgünstigen Wohnungen vorantreibt und den Erhalt der preisgünstigen Wohnungen vorantreibt. Ja, ich schließe mich den positiven Worten an zu dem Ankauf, den wir heute hier beschließen wollen. Wir als Linke hätten uns sehr auf jeden Fall da auch mehr vorstellen können. Trotzdem ist es ein ganz wichtiger Schritt heute, den wir sehr begrüßen. Und wir wollen auch den Änderungsantrag der SPD zustimmen heute, dass nämlich nochmal sichergestellt wird, dass die Wohnungen auch nicht weiterverkauft werden, sondern dass sie in der Hand der WED verbleiben und zum Zweck des sozialen Wohnungsbaus erhalten bleiben. Denn, Herr Nitsche von den Freien Wählern, Sie hatten ja vorhin von Gentrifizierung gesprochen, die Sie ja verhindern wollen. Aber genau das hat ja Ihr Antrag zum Ziel. Denn Ihr Antrag unterschlägt, dass alle Wohnungen, die derzeit hier zum Verkauf stehen, bewohnt sind. Wenn Sie also in 3 Jahren 25% mindestens, das wären im Jägerpark wären es knapp 200 Wohnungen, in Leuben wären das knapp 150 Wohnungen, direkt wieder verkaufen wollen, würde ja genau das passieren, dass nämlich die jetzigen Bestandsmieterinnen und Mietern Gefahr laufen, aus ihren Wohnungen verdrängt zu werden, sobald dort die Belegungsrechte auslaufen. Deswegen den Antrag lehnen wir definitiv ab und unterstützen das Anliegen, den Weiterverkauf zu untersagen. Und jetzt erstmal in dem ersten Schritt, gerne können dann zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Folgen, diese 1200 Wohnungen von der Vonovia zu kaufen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Wirtz, dann Herr Nitsche. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, man muss wieder mal hier der wohnungspolitischen Märchenstunde von rechts entgegentreten. Hier ist behauptet worden, der Baubürgermeister würde zu lange brauchen und zu viele Auflagen machen, um Bebauungsgebiete entschließen. Die 3 Minuten, die ich jetzt habe, könnte ich jetzt füllen, hier Bebauungspläne zu nennen, die nicht gebaut werden, die aber spekulativ von Hand zu Hand gegangen sind, immer teurer geworden sind und damit auch auf die Mieten durchschlagen. Gehen wir mal in die Lingnerstadt, gehen wir in das hier in das Plattenwerk in Johannstadt, gehen wir an den Lenné-Platz, überall Baurecht, Flughafen. Wir haben im Prinzip Kaditz-Mikten, ja, dort überall Stillstand, Baurecht, sofort da, passiert nichts. Sie behaupten, von rechts hier, die WED hätte versagt. Sie haben aber nichts getan, um sie zu unterstützen, überhaupt nichts. Sie haben ihr Stein in den Weg gelegt. Und wenn wir die WED, wenn wir überhaupt hier öffentlichen Wohnungsbau treiben müssen, dann liegt das daran, dass die private Wohnungswirtschaft versagt hat, weil sie nämlich für im Prinzip keine bezahlbaren Wohnungen mehr anbietet. Ja, sie setzt drauf im Prinzip auf die Differenz zwischen Erstellungspreis und Marktwert und denkt im Prinzip, solange es knapp ist, der Marktwert hoch. Und wenn es aber im Prinzip in die Breite geht, bauen sie nicht mehr, weil das dann nicht mehr stimmt, weil dann mit einmal die Leute die Wahl haben, bei wem sie kaufen. Und dann sind die Profitraten dann gering und dann haben sie keine Lust mehr.
Das ist im Prinzip die Wahrheit, die hier steht. 5000 Personen in der Petition zeigen schon, dass die Zufriedenheit mit der Vonovia als Vermieter offensichtlich extrem überschaubar ist. Auch das ist ein Grund, hier im Prinzip mal einzuschreiten und jede Wohnung wieder ranzunehmen, die wir kriegen können. Abgesehen davon, dass wir auch, Herr Nitsche, wir können in den Jägerpark hochgehen, da sagen Sie, da sollen dann Wohnungen verkauft werden. Wenn dort mal am Jägerpark die ihren Bebauungsplan, um den wir lange gekämpft haben, und zwar nicht mit dem grünen Baubürgermeister, sondern mit der Bundeswehr, weil die sich dort quergestellt haben. Wenn die nämlich dort bauen, haben wir nämlich privaten Wohnungsbau und öffentlichen Wohnungsbau zusammen. Da brauchen wir nicht noch den öffentlichen Wohnungsbau wieder privatisieren. Das ist nämlich das, was Sie nicht sehen. Sie sehen nämlich nicht über die Viertel hinaus. So, insofern denke ich mal, dass dieses Störfeuer von rechts hier wirklich unpassend ist, dass wir hier in der Situation sind, wirklich mal Wohnungen zu kaufen, Verantwortung zu übernehmen in der Öffentlichkeit und hier etwas zu tun, weil der private Wohnungsmarkt wird es in den nächsten Jahren überhaupt nicht raffen. Er wird es nicht schaffen, er wird es nicht tun können, weil schon die Zinsen nicht da sind. Dann auch mal die Frage, was ja gesagt worden ist, ja, die Zinsen waren doch niedrig, warum denn die Leute nicht gekauft? Weil im gleichen Augenblick die Annuitäten gleich geblieben sind. Im gleichen Augenblick sind nämlich der Nachfrage folgend die Preise hochgegangen und die Annuitäten, also wie viel Raten ich für eine Wohnung bezahlen muss, nämlich genauso oder für ein Haus sind genauso groß geblieben wie vorher. Ja, und das haben sich dann Leute eingesteckt. Einmal sind es die Banken, einmal die Projektentwickler. Das ist ein System mit kommunizierenden Röhren und das können Sie sich angucken. Daran liegt es nämlich, dass hier kein Wohnungseigentum hergekommen ist, weil auch Eigentum seit den 90ern, seit dem Auslaufen der Förderung für Familien gar nicht mehr gefragt war. In Altbundesländern hat es im Prinzip vor der Wende gut funktioniert. Da hat es Programme gegeben, Leute in Eigentum zu bringen. Jetzt hier kein Interesse mehr. Natürlich, man will der Vonovia im Kapitalkonzern das Wasser nicht abgraben. Ne? Und dann, Herr Blöter, müssen Sie auch mal, wenn Sie ablenken, müssen Sie mal dran denken, die Vonovia braucht Geld. Also Sie müssen ja auch mal wirtschaftsfreundlich denken. Ja, es ist im Prinzip so, dass die Vonovia auf uns zugekommen ist. Und also Sie müssen ja auch mal im Prinzip dran denken, dass der Vonovia jetzt das Wasser bis zum Halse steht, weil sie nämlich Renditen auf Pump ausgeschüttet hat und das in den Bilanzen jetzt relativ hässlich aussieht, weil das nämlich nicht mehr weitergeht. Das ist ein Schneeballsystem. Werden wir mal sehen, wie es funktioniert. Stimmen Sie lieber zu, sonst kriegen Sie Ärger mit der Vonovia. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Nitsche, dann Herr Löse. Meine Damen und Herren, welche interessante Debatte. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass Sie auf unseren Antrag etwas substanzieller mit Gegenargumenten eingegangen wird, aber scheinbar kam da nicht allzu viel. Denn wenn der eine davon redet, von bestimmten rechten oder linken Ecken, kann ich nur sagen, wir Freien stehen in der Mitte und brauchen uns das in keinster Weise annehmen. Auch brauchen wir uns nicht annehmen, dass wir nicht über das Viertel hinausdenken. Denn wenn im Jägerpark neu gebaut wird, dann baut man dort so, wie es eine Mehrheit im Stadtrat wollte, nämlich durchmischt mit einem Teil Sozialwohnung. Und genau diese Durchmischung, wie wir sie auf der einen Seite vielleicht durch Sportplätze haben, wollten wir auf der anderen Seite durch Sportplätze ebenso haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Geld irgendwie jemanden oder Wohnungen in den Rachen werfen wollen, dass wir hier was verscheuern wollen. Nein, wir wollen nichts verscheuern, sondern wir wollen diversifizieren und wir wollen neuen Wohnraum schaffen. Und das ist leider hier viel zu kurz gekommen. Auch wenn Herr Löser von Kleinstgenossenschaften und von Erbpacht spricht, ja, setzen Sie doch ein Zeichen und sagen Sie, dass ein gewisser Anteil der Flächen denen zur Verfügung gestellt werden soll. Machen Sie es einfach, seien Sie so mutig. Seien Sie so mutig wie Herr Krüger, der sagt, dass wir uns als Stadt aktiv am Wohneigentumsmarkt beteiligen müssen und dass wir eine stagnierende Quote an Wohneigentum haben. Dann finden Sie auch eine Lösung jenseits aller Vorbehalte, die insbesondere von der linken Seite kommt. Herr Laczynski hat auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, auf die Förderrichtlinie, die wir brauchen, um diese Wohnungen zu sanieren. Da stehen 5 Millionen per anno zur Verfügung. Wenn Sie genau rechnen, brauchen Sie bei 5 Millionen pro Jahr, 100 Millionen Investitionsbedarf, 50 Millionen davon Zuschuss, 10 Jahre. Und wenn Sie sich die Vorlage genau angeschaut haben,
dann sehen Sie, dass mit einer wesentlich geringeren Zeit als mit 10 Jahren für die Sanierung der Wohnungen gerechnet wird. Also auch da passt im Grunde genommen das eine, was Sie beschließen wollen, mit dem, was im Beschlusstext und in der Vorlage drinsteht, nicht zusammen. Wachen Sie also bitte auf, gehen Sie verantwortungsvoll mit den Mitteln der Dresdner um und sorgen Sie dafür, dass wir sowohl Wohneigentum bekommen, als auch, dass wir Wohngebiete bekommen, wo nicht entweder reiner Sozialwohnungsbau oder alternativ reiner teurer Wohnungsbau betrieben wird, sondern sorgen Sie für eine Stadt für alle. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Löse, dann Herr Lomme. Ich würde die Chance nutzen, noch mal auf einige Sachen eingehen. Groß aus, jetzt wieder an. Vielen Dank. Im Ausschuss haben Sie gegen die Vorlage gestimmt. Im Ausschuss hätten Sie die Möglichkeit gehabt, diesen Antrag Ihrerseits einzubringen. Das haben Sie nicht gemacht, sondern Sie stellen sich jetzt hier in den Stadtrat, kommen mit so einem Ergänzungsantrag und erfordern sozusagen von uns die Zustimmung. Ich sage Ihnen, und das habe ich auch so gesagt vorhin, wir werden darüber sprechen, wir werden in Ruhe darüber sprechen, wir werden uns angucken, in welchen Stadtgebieten das sinnvoll ist. Auch die Dissidenten haben noch einen entsprechenden Antrag, wo wir gemeinsam darüber reden. Und wir auch noch was sagen. Sie kritisieren das Ankaufsprogramm jetzt der Stadt. Sie kritisieren das Förderprogramm des Landes. Am Ende, weiß ich nicht, Sie stimmen dann trotzdem zu. Wo ist sozusagen die Logik in diesem Ganzen? Außer, dass Sie das eine tun und das andere dann irgendwie wahrscheinlich machen. Jetzt zur AfD, die Partei der kleinen Leute, die Sozialpartei. Auch die AfD hat im Ausschuss natürlich dagegen gestimmt. Und sie stellt sich jetzt hier hin. Und ich will es noch mal sagen, Sie haben damals gegen die Gründung der WED gestimmt. Für alle noch mal, Sie haben dagegen gestimmt, an alle Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt, die in WED-Wohnungen wohnen. Die AfD hat dagegen gestimmt. Sie hat dagegen gestimmt und Sie hätten diese Wohnung niemals bekommen, wenn die AfD sich hier im Stadtrat durchgesetzt hätte. Das will ich noch mal ganz klar sagen. Und Sie kritisieren, dass es Fördergeld gibt für Sozialwohnungsbau. Was ist denn das? Natürlich gibt es Fördergeld für Sozialwohnungsbau. Genau das ist der Sinn von sozialem Wohnungsbau, dass man das fördert, weil nämlich diese Leute am Ende des Monats nicht genügend haben, um die Miete zu bezahlen. Und Sie sprechen hier dagegen. Auch das sei noch mal gesagt. Sie sprechen gegen sozialen Wohnungsbau und Sie sprechen gegen die WED. Das wollte ich hier einfach noch mal sagen. Und wir bitten darum, dass am Ende jetzt dass die Petition punktweise abgestimmt wird. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Lommel, dann Herr Schmeling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ja, es gibt Leute, es gibt Menschen, die Probleme haben, Mieten zu bezahlen. Und ich bin ganz sicher, dass es viel weniger Leute geben würden, die Probleme hätten, ihre Mieten zu zahlen, wenn es nicht die grüne Politik geben würde, die so unverschämt teuer ist für das ganze Land. Das müssen wir alle Leute sagen, das sollen Sie hören. Ohne Grüne wird das Leben billiger. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Die zweite Botschaft ist, wir sagen, wir haben gesagt, okay, es ist nicht unser Lieblingskind. Ich möchte auch sagen, warum. Weil es wird hier immer über Chancen geredet. Über was nie gesprochen wird, ist, dass das Bauen für den Privaten genauso wie für die öffentliche Hand das gleiche Risiko beträgt. Logisch. Wenn etwas in der öffentlichen Hand gut klappt, dann profitieren davon die Bürger. Und da freuen wir uns drüber. Wenn es nicht funktioniert, dann zahlt der Bürger als Gesamtschuldner, also hat er einen Nachteil davon. Also, das muss man hier auch mal sagen. Und jetzt muss es doch wohl erlaubt sein, zu überlegen, wie viel bin ich bereit, dem Bürger an Risiko mit auf den Weg zu geben. Und da sage ich, ich möchte eigentlich dem Bürger nicht zu viel Risiken mit auf den Weg geben, wie wir sie jetzt haben in anderen Bereichen, Krankenhaus, dies und jenes. Das sind alle Sachen, wo die öffentliche Hand vielleicht auch gar nichts für kann. Aber das hat sich so entwickelt. Und dann noch eins zur linken Seite. Ich höre heute den ganzen Tag so eine Diskussion, wie schlimm der freie Markt und wie das alles ist. Dieser freie Markt hat, wo er noch funktioniert hat, ja, nach der Wende das aufgebaut, was die Sozialisten in Schutt und Asche gebracht haben. Das ist die Botschaft des heutigen Tages.
Das ist das Thema. Und ich bin, ja, und wir haben natürlich gesagt, okay, jetzt ist es da, wir wollen die Sache weiterentwickeln. Aber wir möchten gerne auch eine Politik machen, wo nicht nur auf der einen Seite jene profitieren, die geholfen werden bekommen bei den Mieten. Wir möchten gerne auch diese Möglichkeit nutzen, dass auch andere profitieren können, die vielleicht auch Hilfe brauchen, ihren Traum im Leben zu verwirklichen, kleines Haus, kleine Wohnung und Ähnliches. Das ist die Triebkraft meines Erachtens, die dieses Land vorangebracht hat, weil die Leute wieder etwas an sich geglaubt haben, sich was schaffen wollten. Das ist unsere Philosophie. Vielen Dank. Und jetzt Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, ich hätte mir auf jeden Fall vorgenommen, eine verbale Reise in das sozialpolitische Neandertal, welches sich zu diesem Thema natürlich wieder abzeichnete, nicht mitzumachen. Dennoch komme ich nicht umhin, diese vielen Scheinargumente, die hier auf den Tisch gelegt wurden, dann doch noch mal etwas genauer zu beleuchten. Und Herr Nitsche, Sie jurieren sich ja immer sehr gerne als sozialpolitischer respektive wohnungsbaupolitischer Expertise ausgestattet. Also Ihr Beitrag vorhin und Ihr wiederholter Beitrag sind nicht Ausdruck einer besonderen Expertise gewesen. Mittlerweile ist Ihre Erzählung, dass die Gentrifizierung deshalb droht, weil wir ganze Wohngebiete eben auch mit Mieterinnen und Mietern bereitstellen, die einen Wohnberechtigungsschein haben und damit die Gefahr der Gentrifizierung droht, nicht zu ertragen. Weil Sie damit Menschen, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, die, und das sage ich mal in aller Deutlichkeit, in den Wohnungen der WID und auch in den Wohnungen der Vonovia und in anderen Wohnungen mit Menschen mit Wohnberechtigungsschein, da geht morgens um 6 Uhr und um 7 Uhr auch das Licht an. Die Menschen gehen arbeiten. Und denen zu unterstellen, dass sie ihre Anwesenheit in Wohnungen der WID, der Genossenschaften oder auch der Vonovia einen Beitrag dazu leistet, dass ganze Gebiete gentrifiziert werden, ist eine sozialpolitische Unverschämtheit. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Und deshalb ist schon Ihr Grundansatz, den Sie in dieser Frage formulieren, ungenau. Und dann in einer Stadt, übrigens die einzige Großstadt dieser Republik, auch der jetzt großen Republik, in der die Kommunen praktisch über keine nennenswerten Verfügungsmöglichkeiten von Wohneigentum verfügen, jetzt die Forderung aufzustellen, unser Hauptproblem sei, jetzt dafür Sorge zu tragen, dass auch breitere Bevölkerungsschichten Eigentum bilden können. Und diese mehr, die Sie gerade erzählt haben, es ist ja nicht nur so, dass Sie im Ausschuss gegen die Vorlage gestimmt haben, Herr Nitsche. Sie haben auch gegen unseren Änderungsantrag, der genau das Ziel hat, andere Eigentumsformen zuzulassen, dagegen gestimmt. Das heißt, Sie sind ideologisch gegen jede Form öffentlicher Wohnungsbaupolitik. Und einen letzten Satz erlaube ich mir dann doch noch. Ganz zu Beginn dieser Sitzung hat die Mehrheit dieses Stadtrates, die ja so tut, als ob sie im Interesse der Mieterinnen und Mieter, ist dann auch im Grunde genommen immer wieder diese asoziale Feinde Dresdens, also die Abkürzung heißt AfD, mir anhöre, dann sage ich mal in aller Deutlichkeit, Sie sind es doch, die im Grunde genommen auf die Interessen der Mieterinnen und Mieter pfeifen. Ich könnte auch sagen, scheißen. Weil unser Antrag zum Beispiel für die Schaffung von Mieterinnenbeiträgen, Beiräte werden von Ihnen abgelehnt. Heute zu Beginn sollten Sie auf die Tagesordnung genommen werden. Es wurde von der Mehrheit abgelehnt. Tun Sie also bitte nicht so, als ob es Ihnen um die Interesse der Mieterinnen und Mieter geht. Danke. So, nächste Wortmeldung, Herr Gilge. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner.
Wir verhandeln heute unter anderem auch eine Petition und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. In der Petition geht es darum, dass 6.000 Wohnungen angekauft werden sollen, was gar nicht mehr funktioniert, weil von diesen 6.000 Wohnungen gar nicht mehr alle da sind. Das heißt also, dieser Petition kann nicht abgeholfen werden, damit wir auch mal hier ein bisschen faktisch arbeiten. Es ist ein bisschen traurig, dass in der Petition von Petenten in Konkurrenz gekommen ist zum Thema Industrieansiedlung und BUKA, aber das muss jeder selber für sich finden. Was die WED angeht im Vorfeld, ich war damals ja schon Stadtrat und in diesem Bereich wurden damals viele Grundstücksverkäufe verhindert. Hätte man diese nicht verhindert, hätten wir heute schon 1.500 Wohnungen mehr auf dem Markt, die uns heute fehlen. Das ist eigentlich auch sehr schade, aber ich möchte es gerne mal daran erinnern und auch das wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen. Uns wurde vorgehalten, wir haben die WED nicht unterstützt. Nun, wir von der AfD, wir sind Menschen, wir haben Arbeiten, wir haben Arbeit, wir haben Jobs, wir haben Ausbildung. Es war von vornherein damals schon sichtbar, dass die WED kein Erfolg werden würde und wir haben Recht gehabt, wie wir es heute sehen. Zu der Sache nochmal, wir haben 30 Millionen Euro, die es kostet, plus Sanierungskosten. Wenn man so viel Geld ausgibt, wie will man dann bitte schön noch neu bauen? Und wenn wir davon ausgehen, man hat dieses Geld, man baut nicht neu, weil es die WED nicht gäbe, was könnte man damit Schönes machen? Wir haben zum Beispiel noch ein Bad in Klotzsche. Zu der Sozialsituation. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat vor Jahren schon festgestellt, dass Wohngeld effektiver ist als Sozialbauten. Das hat was damit zu tun, heute hat jemand eine Berechtigung, in eine Sozialwohnung einzuziehen, alles gut, alles schick, morgen hat er einen Job, verdient gut, zieht aber nicht aus. Man braucht eine neue Wohnung. Das heißt, das ist ein Teufelskreis, der nicht aufhört. Ein Wohngeldantrag muss immer wieder neu gestellt werden und es passt so. Und dann haben wir heute ganz oft gehört, was die WED doch alles so Schönes tun soll auf dem Dresdner Markt. Die WED ist eine Mikrofirma und wird auch so schnell nicht groß werden. Auch dieser Ankauf wird daraus keinen richtigen Player machen. Und solange es kein großer Player ist, werden sie nichts erreichen. Das ist nicht schön für das, was Sie wollen, aber das müssen Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank. Ich wollte schon sagen, damit scheint die Rednerliste abgearbeitet zu sein, aber hier in dem Moment ist Herr Nitsche einmal da und bitte schön, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, ich wollte nur kurz richtigstellen, dass Er hat den Änderungsantrag eingebracht und es spricht jetzt zum zweiten Mal. Ich habe einen Änderungsantrag eingebracht. Ich habe nicht in der Fraktionsrunde gesprochen. Ich habe erst im Anschluss gesprochen. Und jetzt möchte ich nur eine Unterstellung richtigstellen, und zwar, dass wir grundsätzlich gegen die WED stimmen würden, dass wir grundsätzlich dem sozialen Wohnungsbau kritisch gegenüberstehen, dass wir grundsätzlich diese Förderung ablehnen. Dem ist nicht so, sondern wir wollen eher Möglichkeiten schaffen, dass auch andere von dieser Förderung profitieren können. Und auch im Ausschuss haben wir deswegen nicht dagegen gestimmt, sondern anders. Vielen Dank. So, jetzt scheint die Rednerliste tatsächlich abgearbeitet zu sein, sodass wir einsteigen können in Abstimmung. Da kommen wir zunächst zum Tagesordnungspunkt 13. Der hat, wie gesagt, drei Änderungsanträge, die entsprechend ich jetzt einfach in der Reihenfolge aufrufe, dass, wie ich sie jetzt hier vorliegen habe. Zunächst AfD, dann SPD, dann Freie Wähler, Freie Bürger. Wer dem Ergänzungsantrag AfD zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 51 Nein, eine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Wir kommen zum Ergänzungsantrag der SPD. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (Kommentar) 36 Ja-Stimmen, 32 Nein, keine Enthaltung, hat damit eine Mehrheit gefunden. Und jetzt kommen wir noch zu dem Änderungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
15 Ja Stimmen, 51 Nein, 1 Enthaltung hat damit keine Mehrheit gefunden. Somit haben wir jetzt einen um den SPD-Antrag ergänzten federführenden Ausschussbericht. Und ich darf fragen, wer in der Schlussabstimmung hier die Zustimmung gibt. Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, eine Enthaltung wird damit so angenommen. Das bringt uns zur Abstimmung in der Petition. Bei der Petition habe ich einmal den Antrag bekommen, ich glaube, die SPD war es gewesen, dass die Petition teilweise abgeholfen wird. Und es gab, glaube ich, auch den Wunsch, wenn das jetzt keine Mehrheit, ich würde das mal als einen ersetzenden Antrag werten, dass wir dann über die Petition punktweise abstimmen. Wäre dann die zweite Fassung. Und insofern würde ich mal als ersetzenden Antrag jetzt den der SPD zunächst abstimmen. Wenn der eine Mehrheit hat, sind wir durch. Ansonsten würden wir weitermachen. Also, wer dafür ist, dass wir der Petition teilweise damit abgeholfen haben, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 33 Nein, 0 Enthaltung. Damit wäre das so angenommen und wir haben das damit so beschlossen. Damit haben wir diesen Komplex geschafft und würden jetzt in der Tagesordnung weitermachen und haben als nächstes den Tagesordnungspunkt 14. Und da ist...